So, dann starten wir in die Pressekonferenz nach dem 32. Spieltag. VfB Bochum besiegt den SSV Jahr mit 5:1. Wir beginnen mit dem ersten Teil mit Gästetrainer, Cheftrainer Mersat Selim Begovic auf dem Podium. Mersat, ich bitte dich um dein Statement zur Partie. Ja, danke, Hannes. Ja, ich muss ehrlich sagen, muss aufpassen, wie ich mich ausdrücke, was ich da sage, weil so wie wir heute aufgetreten sind, ist nicht zu akzeptieren und so dürfen wir nie mehr auftreten. Und da muss sich jeder hinterfragen, ob er wirklich das, was er hier macht in dieser Liga, wo er spielt, das so in Summe verdient und kann er so weitermachen. Also, und das werden wir jetzt natürlich intern auch hart analysieren. Ja, wir sind auch nicht so besonders gut ins Spiel reingekommen. Wir sind trotzdem in Führung gegangen, aber dann relativ schnell mit einem Sonntagsschuss Ausgleich bekommen und dann symptomatisch für uns in dieser Phase oder in dieser Saison eigentlich, dass wir dann ja aus zweite richtige Torschanz den 2:1 selber gemacht haben, nach dem Halbzeit ja ein bisschen umgestellt haben, sah es nicht so schlecht aus die ersten paar Minuten, aber dann relativ schnell mal wieder Ordnung verloren, dann rote Karte mit Videoschiri bekommen und dann haben wir es trotzdem geschafft, obwohl Bochum das nicht wirklich oder nicht richtig auf die Gaspedale gedrückt hat, haben es geschafft, noch 3 Gegentore zu fangen. Und dann am Ende stehst du da, für dieses 5:1, hast noch 3 Spiele zu Ende, aber wenn du die so spielst, dann wird es nicht viel mehr auf den Punktekonto kommen, muss man ganz klar sagen. An dieser Stelle Glückwunsch an Bochum, einen verdienten Sieg und alles Gute weiterhin. Kommen wir zu den Nachfragen der Regensburger Journalisten. Noch Heinz Gläser von der Mittelbayerischen. War die rote Karte der Knackpunkt und war sie berechtigt, deiner Meinung nach? Ja, Knackpunkt fürs Spiel, glaube ich, war es nicht, dass es so dann zu Ende geht. Und am Ende dieser Höhe war es schon nicht ohne. Ja, und wenn sich Videoschiri da meldet und so entscheidend, ist das irgendwo ein Treffer gewesen. Komisch ist nur, dass ein Schiedsrichter auf dem Platz, wir alle und gegnerische Spieler und keiner wusste, warum er zum Video reagiert. Aber ja, man sieht dann wahrscheinlich im Bilder besser als auf dem Platz. Steigt nun der Druck im Abstiegskampf für euch? Ja, natürlich. Also nicht nur, weil auf der Tabelle hat sich nicht viel getan. Also, aber die Art und Weise, wie wir heute aufgetreten sind, wie einer oder andere unterwegs war, macht uns selber dann ein bisschen nachdenklich. Gibt es trotzdem etwas, was für Kiel optimistisch stimmt? Ja, vielleicht, dass jetzt Benedikt Gimper zurückkommt, dass Jan Jorge wieder da ist, dass vielleicht Stolze oder Nachrein auch da zurückkommen. Weil, wie wir heute gesehen haben, haben wir entscheidend ein oder andere Ausfall zu viel. Dann noch Nachfragen von Magnus Rötzer von Idova. Hat heute gegen den Tabellenführer in den einzelnen Aktionen auch so ein bisschen das nötige Glück gefehlt? Ja, nee. Also es war nicht so, dass wir Glück musst du dir erarbeiten, das musst du dir zwingen. Wir waren aber nicht kompakt genug, wir waren nicht griffig genug, wir waren nicht entschlossen genug im Spiel nach vorne, wir waren in Zweikämpfen nicht so giftig genug, und das, was uns ausmacht. Und natürlich gegen so eine Mannschaft, die so in Flow ist, die ganze Saison wirklich überragende Fußball spielt, dann ist das auch so, dass du am Ende so aussiehst, wie wir ausgesehen haben, dass du 0,0 Chancen hast, nochmal etwas zu machen. Also am Ende musst du nur noch hoffen, dass du eine richtige Packung kriegst. Und das haben wir leider an dem Tag trotzdem geschafft. Dann haben wir 11 Meter verursacht, nach dem Freistoß Mann verloren und. Also, wie bewertest du den Auftritt deiner Mannschaft bis zum 1:1? Ja, wir waren nicht unbedingt auch da gut genug, meiner Meinung nach. Wir haben aber ein paar gute Ansätze gehabt, dann in Umschaltmomente, 2-3 haben wir nicht zu Ende gespielt. Wir haben gesehen, welche Räume aufgehen. Genau so ist es auch Tor passiert zum 1:0, den Albers überragend reinköpft. Aber in Summe war das auch bis dato irgendwie nicht so gefühlt, dass wir da in die Zweikämpfe richtig kommen, dass wir da die Räume eng machen können und. Also das hat von vorne und hinten irgendwie nicht gepasst heute. Und letzte Frage, auch Blick auf die Tabelle, durch den Punktgewinn von Braunschweig, gestern wird es dann nochmal ein Stück enger. Werdet ihr beim Anblick der Tabelle langsam nervös? Nein, ich bin nervös wegen unserer Auftreten, wegen Tabelle nicht, weil da hat sie wirklich nicht viel getan und wir haben noch ein Spiel mehr, aber nachdenklich oder wütend bin ich wegen unserer Auftreten, weil da gab es schon, muss ich klar sagen, ein paar
die anscheinend noch nicht verstanden haben, um was geht und was in zweiter Liga notwendig ist, dass wir als Jahn Regensburg auswärts bei Bochum gewinnen. Also da muss viel mehr an Invest und Wille und allem drumherum, was dazu gehört, passieren, weil sonst hast du keine Chance. Das haben wir gnadenlos zu spüren bekommen. Und vielleicht ist das auch für einen oder anderen nicht schlecht, dass er vielleicht ein bisschen in seinem Kopf ein paar Sachen nochmal umstellt, weil es ist noch nicht zu spät. Das war's, dann sage ich vielen Dank, Mersat, und dann folgt gleich Teil 2 mit dem Cheftrainer, der Gastgeber. Vielen Dank. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel des VfL Bochum 1848 gegen den SSV Jahn Regensburg. Endstand 5:1 für den VfL. Auf dem Podium Cheftrainer Thomas Reis. Thomas, dein Fazit zum Spiel bitte. Erstmal danke für die Glückwünsche aus Regensburg. Ja, wenn du 5:1 gewinnst, können wir meinen, es war alles sehr gut. Aber ich glaube, dass ich auch dafür bekannt bin, dass man trotzdem immer versucht, das Haar in der Suppe zu suchen. Und wir sind in die Partie soweit ganz gut reingekommen, haben die erste Möglichkeit mit Toto Lucia, haben dann nochmal darauffolgenden Standard mit Robert Tesche. Eine gute Kopfballmöglichkeit, die jetzt keine hundertprozentige war, aber eine gute Möglichkeit. Ja, und dann war es halt so, wir wussten, dass Regensburg unheimlich gefährlich ist mit den zweiten Bällen, mit den langen Bällen, wo sie immer wieder versuchen, Albers einzusetzen, der die Dinger verlängert. Und wir waren einmal nicht wach genug, der Gegner konnte über außen zum Flanken kommen, in der Mitte ja ein bisschen fahrlässig in der Verteidigung und auf einmal geht es zu 0-1 in Rückstand. Aber das ist ja irgendwie so in der Saison, manchmal braucht das die Mannschaft, um wach zu werden. Das ist ja das, was wir uns irgendwo auszeichnen, dass uns da auch nichts ins Negative wanken lässt, sondern wir weiter nach vorne spielen. Es war natürlich sehr hilfreich, dass Robert direkt noch 3 Minuten später den Anschluss macht. Und wenn man dann sieht, wie wir die zweite Halbzeit gespielt haben, natürlich war die rote Karte dann auch nochmal dankbar, auch bei dem Wetter und die Art und Weise, wie dann die Mannschaft darauf reagiert hat, seriös weitergespielt hat. Ja, muss man auch sagen, dass der Sieg dann auch in der Höhe dann letztendlich verdient war. Und wir sind einfach glücklich, dass wir die Tür ein bisschen weiter aufgestoßen haben. Aber ich warne trotzdem davor, es ist, wir haben noch 2 Spiele zu gehen. Wir müssen noch Punkte holen, aber wir können heute mit Sicherheit stolz sein, dass wir wieder mal zurückgekommen sind. Wir sind wieder aufgestanden nach einer Niederlage in Darmstadt. Das macht mich stolz. Da bin ich auch stolz, Teil der Mannschaft sein zu dürfen. Und absolut Respekt, was wir bisher geleistet haben. Aber wie gesagt, es ist noch ein Stück zu gehen. Aber mit der Art und Weise ist mir nicht bange, dass wir weiter unseren Weg gehen und vielleicht den Traum dann relativ zügig hoffentlich für alle verwirklichen können. Danke. Womit wir dann bei den Fragen der Journalisten werden. Ralf Ritter von der WAZ Bochum gratuliert erstmal zum Sieg und fragt dann, war die Mentalität nach dem Rückstand wieder einmal entscheidend? Ist ja nicht das erste Mal in dieser Saison passiert. Sie ist immer entscheidend, dass du eine gewisse Mentalität auf den Platz bringst, weil das ist das, wo man versucht, gerade beim VfL Bochum oder ich auch vorzugeben, dass wir immer über die Mentalität kommen. Wir haben mit Sicherheit eine unheimlich spielerisch starke Mannschaft. Trotzdem gehören gewisse Tugenden dazu, dass du seriös spielst, dass du die Zweikämpfe annimmst, dass du möglichst in beide Richtungen gut verteidigst, auch gemeinsam angreifst. Und das zeichnet die Mannschaft in diesem Jahr aus. Wir sind, wie gesagt, nach Rückschlägen lassen wir uns nicht beeinflussen. Heute hat es wieder mal geklappt, dass wir grandios zurückgekommen sind. Und ich gerade schon gesagt habe, man kann auch mal absolut stolz sein und das genießen. Und dann bereiten wir uns nächste Woche auf Nürnberg vor und schauen dann, was die anderen Mannschaften bis dahin noch zu leisten imstande sind. Jetzt kommen ein paar Fragen zu der generellen tabellarischen Situation, den kommenden 2 Spielen. Ralf Ritter macht auch hier den Anfang. Platz 3 ich sicher, auch dazu Glückwunsch. Macht ihr in Nürnberg den Aufstieg jetzt perfekt? Und wenn ja, was spricht dafür? Ja, ich tue mir immer ein bisschen schwer. Es wird immer gesagt, ja, was machst du letzte Woche oder bei der letzten Pressekonferenz hieß es ja, ob wir zu Hause auf der Couch aufsteigen wollen. Wir wollen weiterhin arbeiten und wenn wir in Nürnberg dreifach punkten, dann sind wir definitiv da, wo wir gerne hin wollen. Und von dem her, wir werden alles dafür tun, uns gut vorzubereiten. Wir gehen dann gemeinsam ins Quarantänehotel, haben dann die Möglichkeit, uns fokussiert auf Nürnberg vorzubereiten. Und wir werden alles dafür tun, um, wie ich gerade schon gesagt habe, den Traum zu verwirklichen. Aber es sind noch 2 Spiele zu gehen. Wir haben eine riesen Ausgangsposition und wir werden alles dafür tun, dass wir uns die nicht mehr nehmen lassen. Womit dann indirekt die Frage von Nikolai Hulan von der dpa schon beantwortet werden. Aufstieg sei fast sicher. Welche Marschroute geben Sie der Mannschaft für die letzten Spiele aus? Indem wir genauso seriös spielen, indem wir genauso wach sind, die Mentalität an den Tag legen, was die Mannschaft bisher über 32 Spieltage zum größten Teil immer gezeigt hat. Und das wollen wir versuchen gegen
mit Sicherheit gegen einen guten Gegner, die bisher noch kaum verloren haben, die jetzt morgen noch gegen Hamburg spielen. Und da werden wir uns natürlich nochmal das Spiel anschauen, analysieren und versuchen, in Nürnberg vielleicht schon den großen Schritt zu gehen. Ein bisschen trainingsspezifischer, fragt Martin Jagusch vom Kicker. Die Tür zum Aufstieg steht ganz weit offen. Worauf wirst du in den nächsten Trainingseinheiten besonders achten, um schon, wie du das gesagt hast, in Nürnberg den Traum zu verwirklichen? Indem man genau das sagt, dass die Tür erst offen steht. Durchgehen müssen wir noch selber. Wir haben es in der eigenen Hand, dass wir selber durchgehen können. Und da wird mit Sicherheit kein Schlendrian drin sein. Die Mannschaft hat auch alles investiert, wie gesagt, nach dem Rückstand zurückgekommen. Und jetzt gilt es, fokussiert weiterzuarbeiten. Und ich glaube nicht, dass ich die Mannschaft irgendwie zügeln muss. Wichtig ist, wir müssen unseren Captain ersetzen, der die fünfte gelbe Karte hat. Und ja, steht uns noch nicht zur Verfügung. Und da wird ein anderer in die Bresche springen und versuchen, 3 Punkte in Nürnberg zu holen. Dann wären wir schon bei den Personalien. Toto Lucia wird in Nürnberg fehlen. Wie schwer wiegt dieser Ausfall, möchte Dominik Loth von Funke Sport wissen? Ja, wenn der Captain ausfällt, ist, glaube ich, für jede Mannschaft nicht unbedingt dankbar. Aber wir sind ein Team, wo jetzt nicht nur 11 Spieler dazugehören. Klar haben jetzt viele oder unter meiner Regie auch sich irgendwo eine Stammmannschaft in Anführungszeichen rauskristallisiert. Aber es gibt immer wieder, wir mussten heute auch Christian Gamboa ersetzen. Es gibt immer wieder Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Jetzt ist es so, dass Toto ausfällt. Und ja, wir sollten aber genug gefestigt sein, mit genug Selbstvertrauen, mit genug Engagement, auch diesen Ausfall zu verkraften. Es ist ja, glaube ich, nicht das erste Mal, wo er ausfällt. Und von dem her versuchen wir, ohne ihn auch in Nürnberg erfolgreich zu sein. Christian Gamboa hast du angesprochen. Droht er länger auszufallen, möchte Ralf Ritter wissen? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Also wir haben, das war schon irgendwo eine Vorsichtsmaßnahme, so dass der Spieler auch gesagt hat, dass es nicht 100% geht. Und gerade wenn es eine leichte muskuläre Geschichte ist, ist es immer schwierig. Das ist natürlich ein sehr großes Risiko, weil alle waren natürlich so fokussiert auf das Regensburg-Spiel. Ja, da war ja auch vorher die Rede, ja, ihr müsst oder man muss gewinnen. Ich habe gesagt, nee, man muss gar nichts. Im Endeffekt muss man auch Lust haben, ja, erfolgreich Fußball zu spielen. Also wir haben gesagt, das Motto war eigentlich heute Lust statt Muss. Und ja, das hat glaube ich, so ein bisschen auch den Ausschlag gegeben, dass wir dann relativ schnell zurückgekommen sind. Und von dem her werden wir mal schauen, dass er wahrscheinlich relativ schnell ins Training zurückkehrt. Aber das Risiko war mir zu groß, weil wir danach auch noch 2 Spiele haben. Letzte Personalie, von unterschiedlichen Seiten aus beleuchtet oder angefragt. Einerseits Ralf Ritter von der WAZ und andererseits Dominik Loth von Funke. Tarsis Bonga gab heute sein Startelfdebüt. Wie bewertest du seine Leistung? Und was gab überhaupt den Ausschlag, dass du ihn von Anfang an gebracht hast? Ja, ich denke, wenn man Tarsis gesehen hat, war das schon in Ordnung. Er hat, ja, wir wollten einfach ein bisschen Dynamik haben, wir wollten einen Spieler, wir haben ihn ja nicht umsonst zum VfL Bochum geholt, um ihn nur auf der Bank versauern zu lassen. Er hatte ein bisschen Schwierigkeiten während der Saison, gerade vor dem Winter, mit leider Patellasehnenprobleme, die ihn sehr lange außer Gefecht gesetzt haben. Jetzt hat er trainiert. Auch er ist ein Spieler, der hinten dran war, weil die Jungs das vorher alles relativ gut gemacht haben. Und der Ausschlag hat einfach gegeben, dass die Trainingsleistungen über Wochen jetzt gut waren. Er hat immer mal Kurzeinsätze gehabt. Wir wollten einfach, oder ich wollte einfach ein bisschen Dynamik reinbringen, auch ein bisschen Unbekümmertheit, weil ich habe ja auch gesagt, ja, solche Spiele oder überhaupt die letzten Spiele können im Kopf entschieden werden, ja, weil Qualität haben die Jungs einfach, aber manchmal ist es eine Kopfsache. Und ja, der Gedanke war schon, Trainingsleistung, Dynamik, Kopfballstärke, er spielt einen sehr, sehr guten Ball hinter die Abwehr, plus einen Schuss Unbekümmertheit, der uns heute helfen sollte, ein erfolgreiches Spiel zu machen. Und ich bin sehr zufrieden. Er war dann natürlich ein bisschen, ja, Akku war dann ein bisschen leer, aber auch die Jungs, die reingekommen sind, haben nahtlos angeknüpft und es hat einfach Spaß gemacht, heute diese Mannschaft leiten zu dürfen. Abschließend ein bisschen was aus der Post-Match-Phase. Zum einen Kilian Gaffrey von der Bild. Herr Reis, haben Sie die Hubkonzerte während des Spiels wahrgenommen und wie viel von der Fan-Euphorie bekommen Sie in diesen Tagen tatsächlich mit? Ja, man hört ja jetzt noch die Hubkonzerte. Es ist natürlich schön und es ist ja für alle sehr, sehr bitter, dass diese Hubkonzerte überhaupt stattfinden müssen, weil ich denke, jeder kann sich vorstellen, wer den VfL Bochum über Jahre verfolgt hat, was hier los wäre im Stadion. Ich glaube, das Stadion könntest du 2-mal ausverkauft ja, wiedergeben. Es ist schade, natürlich ist eine Euphorie da, weil jeder hat irgendwo ja, den Traum und der kann Wirklichkeit werden. Es liegt weiterhin bei uns. Es ist schön und wir wollen versuchen, auch wenn die Fans nicht im Stadion sind, ein bisschen Freude nach Hause zu zaubern und vielleicht können wir nächstes Jahr gemeinsam eine Liga höher gehen. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, alle noch trotzdem auf dem Teppich bleiben. Wir müssen weiter gut arbeiten. Sollte uns das gelingen, dann
bin ich guter Dinge, dass wir nächstes Jahr auch in andere Stadien fahren können. Abschließende Frage von Dominik Loth, apropos auf dem Teppich bleiben. Wie wird heute noch gefeiert unter Corona-Bedingungen? Ja, nochmal, die Jungs dürfen sich in der Kabine freuen. Es ist dann so, die älteren Spieler, der ein oder andere, nimmt vielleicht mal einen Schluck Getränk zu sich, ja, auch antialkoholische Getränke natürlich, und sie sitzen zusammen und wie wir es immer machen und quatschen ein bisschen. Der eine Teil fährt dann nach Hause, weil wir morgen unseren freien Tag machen nach dem Spiel, und dann bereiten wir uns auf Nürnberg vor. Ich denke, eine Freude darf immer sein, dafür spielt man Fußball, und wenn man gewonnen hat, hat man auch das Recht, mal Freude zu äußern, auch zu zeigen. Aber dann ab übermorgen spätestens, wenn das erste Training wieder startet, soll die Freude auch verflogen sein, sondern muss Selbstbewusstsein kommen, um den letzten Schritt dann gemeinsam noch zu gehen. Vielen Dank, das war sie, die Pressekonferenz nach dem Spiel des VfL gegen Jahn Regensburg. Danke.